Plain Brain. Markt von Heike Faller. In den Nachrichten ist heute oft von den Märkten die Rede. Damit sind natürlich keine Gemüsemärkte gemeint, doch im Grunde funktionieren alle Märkte ganz ähnlich. Auf Märkten kommen Anbieter und Nachfrager zusammen. Gibt es viele Anbieter und wenig potenzielle Nachfrager, sinkt der Preis. Gibt es viele Nachfrager an einem Produkt, aber nur wenig Produkte im Angebot, steigt der Preis. Wollen viele Leute Birnen kaufen, aber die Ernte war schlecht, bekommen nur die Leute Birnen, die bereit sind, dafür einen besonders hohen Preis zu zahlen. Dieses einfache Prinzip gilt für alle Märkte. Egal, ob dabei Birnen, iPods, Jeans oder Diamanten verkauft werden. Der Markt, um den es in den Nachrichten der letzten Jahre oft ging, ist der Finanzmarkt. Dort werden keine Konsumprodukte verkauft wie Jeans oder iPods, sondern Finanzprodukte. Das sind Produkte, in denen man sein Geld anlegen kann. Ein Sparbuch ist zum Beispiel ein Finanzprodukt oder eine Aktie oder eine Staatsanleihe. Wer eine Staatsanleihe kauft, leiht zum Beispiel einem Land sein Geld. Dafür bekommt er Zinsen. Finanzprodukte sind dazu da, möglichst hohe Zinsen abzuwerfen. Gleichzeitig sollen sie möglichst sicher sein. Die Bank, das Land oder das Unternehmen, dem man sein Geld leiht, soll viel Zinsen erwirtschaften und dabei möglichst nicht pleite gehen. Mit der Aktie einer pleitebedrohten Firma verhält es sich im Grunde wie mit angefaultem Gemüse. Keiner will sie haben, deshalb sinkt der Preis bzw. der Wert der Aktie. Gleichzeitig hat man heute manchmal den Eindruck, dass die Finanzmärkte verrückt spielen. Der Markt, heißt es in den Zeitungen dann zum Beispiel, verlangt, dass Griechenland im Euro bleibt. Oder der Markt verlangt, dass die Politiker die Banken retten. Fast könnte man den Eindruck haben, als würden die Finanzmärkte die Politiker vor sich hertreiben wie ein wild gewordenes Raubtier und dass die Politiker machen, was der Markt von ihnen verlangt. Das liegt daran, dass an den Finanzmärkten extrem hohe Summen gehandelt werden. Eine Bank ist einfach viel größer als eine Kaufhauskette oder ein Automobilhersteller. Man fürchtet die Folgen einer Bankenpleite, denn sie könnte eine ganze Währung in den Abgrund stürzen oder ein Land in die Pleite treiben. Die Politik kann Steuern auf Spekulationen erheben, die nur darauf aus sind, Gewinne zu erzielen. Die Politik kann dafür sorgen, dass die Banken nur einen Teil ihres Geldes in riskante Finanzprodukte anlegen dürfen, damit es nicht zu Bankenpleiten kommt. Und auch du kannst Märkte beeinflussen und stabiler machen, zum Beispiel indem du dein Geld bei Banken anlegst, die versprechen, damit nicht wild herumzuspekulieren. Oder indem du fair gehandelten Kaffee, Ökobirnen oder eine besondere Jeansmarke kaufst, weil du möchtest, dass die Anbieter gut leben können. Keine Sorge, die Preise steigen nur dann, wenn das Angebot begrenzt ist.